So, liebe Freunde, heute zeige ich euch, wie man Schlauchboot in wenigen einfachen Schritten selbst reparieren kann. Was dazu benötigt, ist ein Flickenset, also Reparaturset mit Kleber und Flicken, was meistens schon mitgeliefert wird beim Boot. Dann braucht ihr eine Schere zum Ausschneiden des Flickens, zum Anzeichnen der Stelle vielleicht noch einen Stift und zum Finden des Lecks ein Pflanzensprüher mit Seifenlösung. Um das Loch zu finden, müssen wir natürlich erstmal das Boot aufpumpen. Das werden wir jetzt tun. Bleibt dran. Jawohl, gib Gas. So, das Boot ist jetzt aufgepumpt. Jetzt brauchen wir den Seifensprayer, um das abzusprühen an den Stellen, wo wir die Leckage vermuten, wo das Leck sich befinden könnte. Wollen wir mal schauen. Die sieht gut aus. Hier war auch noch irgendwas. Wir spülen jetzt hier einfach die Stellen ein, wo wir denken, dass sich das Loch befinden könnte. Und dann wollen wir schauen, ob wir es finden können. Hier habe ich schon eine Stelle gesehen, wo mir sehr verdächtig vorkommt. So Leute, das sind Stellen, da habe ich schon Flicken drauf gemacht in vergangener Zeit, weil ich einen üblen Mausfraß hatte. Mal kontrollieren, ob die dicht sind, schadet auch nicht. Ja Leute, was soll ich sagen, hier ist ein riesengroßer Flicken drauf, auch Mausfraß. Mal schauen, ob hier irgendwie was undicht ist. Und da sehen wir schon, die Blasen ausströmen, das wird die Stelle sein, wo das Boot Luft verliert. So, wir haben also hier das Loch gefunden. Jetzt sieht man hier schön die Blasen. Wir werden das jetzt mal großflächig abkleben. Also besser gesagt, ich werde einen kleinen Flicken drauf machen und von dem Spezialkleber, den ich hier für euch habe, absolut toppes Zeug. Daumenschuhe härtet nicht bei Luft aus, sondern bei Wasser. Was ja ideal ist bei Angelverhältnissen, ist immer Wasser im Spiel. Perfekt für den Kleber. Da dazu müssen wir erstmal die Luft aus dem Boot rauslassen, aber ich zeichne mir davor halt einfach mal geschwind an, wo das Loch nochmal genau ist. Mal geschwind Wasser. Alles klar. So, da jetzt wir das Loch gefunden haben, geht es darum, das Loch zu flicken. Als erstes mache ich die Fläche immer ein bisschen sauber. Und zwar, ich habe hier so einen Silikonentferner, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, aber irgendwas mit Alkohol, Spiritus, Verdünnung, irgendwas, was die Fläche fettfrei macht, reicht. Manchmal reicht auch schon Wasser, zur Not. Thank you.
So, als nächstes raue ich die Stelle ein bisschen an mit Schmirgelpapier. Kann ich ja noch die alten Klebereste von dem Flicken entfernen. So, und als nächstes reinige ich nach wegen diesem Schleifstaub, dass der nicht hier mit dem Kleber in Kontakt kommt und somit die Verklebung verhindert. So, ich schneide jetzt einfach hier mal ein Stück von dem Flickenmaterial raus, das dabei war bei dem Set. Ja, ich würde sagen, weil man aus dem Flicken danach eh nichts mehr machen kann, nehme ich einfach den ganzen. Ich zeige euch nochmal den kompletten Flicken an. Jetzt schleife ich nochmal genau in der Form, wo der Flicken ist, richtig schön sauber, auch über die Linie hinaus, gleich schleife ich nochmal an. Ihr solltet euch da schon ein bisschen Mühe geben, das sauber zu machen. Nicht zu tief reinschleifen, vielleicht anrauen reicht, aber an den Stellen, wo der Kleber austritt unter dem Flicken, sollte auch etwas aufgeraut sein. Das hilft, dass die Verbindung vielleicht besser wird als bei dem letzten Flicken. So, dann wird das nochmal gereinigt. Und diese Reste vom Taschentuch kann man einfach wegpusten. So, jetzt haben wir also den Flicken nochmal richtig schön drumherum alles schön abgeschliffen, angeschliffen, gereinigt. Geguckt, dass keine Rückstände mehr von irgendwas dran sind. Den Flicken haben wir hier.
Das gleiche machen wir natürlich auch mit dem Flicken. Der wird auch angeraut. Ist hier eine glänzende Seite und eine matte Seite. Ich verwende jetzt mal die matte Seite. Erstmal kurz reinigen, dann wird der Flicken nochmal angeraut. Schaut gerade aus, oder? Also. Ja. Also der Flicken ist jetzt auch so ein bisschen angeraut, dass der Kleber besser eindringt in das Material. Werden wir jetzt nochmal reinigen mit dem Silikonentferner. Ihr könnt auch, wie gesagt, Alkohol nehmen, irgendwas anderes. Ich weiß nicht mal, ob der Silikonentferner hier das Richtige dafür ist. Auf jeden Fall funktioniert er. Macht die Sache ganz fettfrei, staubfrei. Und das ist das, was wir wollen. So, der Flicken kommt jetzt hier drauf. Dazu bestreichen wir erstmal das Boot und dann den Flicken. Wie gesagt, ich verwende jetzt hier das Stormschuh, trage das mit einem Pinsel auf. Es gibt auch den mitgelieferten Kleber, der funktioniert genauso, der härtet nur bei Luft aus. Dieser hier, wie gesagt, mit Wasser. Hier steht auch drauf 10 bis 12 Stunden. Mit Wasser sollte es ein bisschen schneller gehen. Eingetrocknet. So, jetzt kommen wir an die ganze Sache ran hier. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, was ganz geschickt ist, Einweghandschuhe. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen was auf den Finger gekriegt. Ich habe diesen Silikonentferner, ich hoffe, der hilft mir nachher dabei. Aber so mit Handschuhen kann euch nichts passieren. So, auf dem Boot ist schon richtig schön eingepinselt, sieht sehr gut aus, meiner Meinung nach. Jetzt kommt der Flicken dran, da sind die Handschuhe gar nicht verkehrt. Na. Nochmal den Flicken kurz sauber machen.
Dann packe ich mir hier was vom Kleber drauf und verstreiche das einfach. So, jetzt ist der Flicken schön eingestrichen, nicht zu dick, dünn reicht. Jetzt werden wir den hier drauf drücken, versuchen, dass keine Falten drin sind, keine Lufteinschlüsse. Fange ich von der einen Seite an, den aufzulegen. Und drückt dann von der Mitte raus die Luftblasen. So, als nächstes, der Flicken ist jetzt hier auf dem Boot angebracht. Es ist wichtig, dass das schnell austrocknet und bei hohem Druck anlegt. Da der Kleber hier mit Wasser aushärtet, werde ich das jetzt ein bisschen einsprühen. Und dann mit diesem Schwamm und mit Hilfe der Schraubzwinge versuchen, das drauf zu pressen. Weil der Grill ist an und jetzt gibt es gleich Essen, damit das so hier unter Druck steht. Ihr könnt auch ein Holzbrett nehmen, irgendwas. Ich habe jetzt den Spachtel genommen.
So, jetzt ist der Flicken drauf. Jetzt wird er mit Druck angepresst. Ich habe hier zwei Schraubzwingen hingemacht und so eine Kelle genommen. Unten drunter ist noch der Deckel vom Reparaturkit, damit das keine Druckstellen gibt. Und da wollen wir mal schauen, ein paar Minuten. Ich kann das auch noch mit Wasser einsprühen, um das Ganze zu beschleunigen. Denn wie gesagt, der Kleber, der härtet bei Wasser aus und nicht bei Luft. Wollen wir schauen. So, kommen wir zum Ende vom Video. Ich zeige euch natürlich noch das Ergebnis später. Ich habe jetzt hier zwei Schraubzwingen hingemacht. Das sieht richtig gut aus, das wird richtig schön angepresst. Kleber drückt es richtig schön raus seitlich. Ich werde es hier jetzt noch ein bisschen nass machen, immer wieder mal. Aber ich gehe jetzt auf Nummer sicher und lasse den wirklich 12 Stunden unter Druck. Beziehungsweise aushärten und schaue mir dann das Ergebnis an. Weil ich habe es nicht eilig, ich muss nicht ans Wasser. Wenn ich am Wasser wäre, würde ich das vielleicht nach 6 Stunden versuchen wieder aufzupumpen. Früher eher nicht. Ich beobachte das jetzt mal und gebe euch dann noch ein Video. So, jetzt eine Stunde später. Der Kleber ist schon leicht angetrocknet. Ja, so würde ich es jetzt noch nicht aufpumpen. Warten wir einfach noch eine Stunde. So Leute, ich habe hier noch eine Schrammstelle, würde ich sagen, hier irgendwie entdeckt, oberhalb vom Schlauch. Ja, die habe ich jetzt hier noch entdeckt und schon mal mit dem Schmirgelpapier ein bisschen abgerieben. Hier werde ich kein Flicken drauf machen. Weil ich habe hier vorher auch getestet, ob es undicht ist oder ob es dicht ist, und es war dicht. Hier werde ich einfach von dem Stormschuh etwas draufstreichen. Soll auch ausreichen. Jetzt ist der Kleber drauf. Damit der schneller aushärtet, sprühe ich ein bisschen Wasser drüber. Das sind nur ein paar kleine Stellen.
So, dann wollte ich euch noch das Ergebnis präsentieren. Jetzt sind mittlerweile mehr als 12 Stunden vergangen. Und der Kleber dürfte völlig ausgehärtet sein. Wir gehen uns das jetzt mal anschauen. So, und um zu testen, ob das Ganze jetzt dicht ist, werde ich es wieder aufpumpen und dann mal ein paar Stunden stehen lassen, gucken, ob es noch Luft verliert. Das Boot ist jetzt aufgepumpt. Ich habe noch nicht so viel Druck reingemacht. Und da wird jetzt einfach mal geschaut, ob die Luft drin bleibt. Und dann werde ich es noch ein bisschen stärker aufpumpen und mal schauen. Hier die Stellen sind richtig gut zugegangen. Kleine Klebereste noch entfernt. Mal geschaut, ob irgendwo was ist. Sieht aber gut aus. So, jetzt mal abwarten. Nochmal zu den Ergebnissen. Das hier ist jetzt der Flicken mit Stormschuhe verklebt. Und der größere von vorher, der nicht dicht war, das war mit dem mitgelieferten Kleber. Da gefällt mir jetzt die Abschlusskante nicht so gut wie bei dem Stormschuhe, weil das hier schon richtig schön rausgequollen ist und ist fast keine Kante, so wäre das ideal, wenn das überall wäre. Dieses weiße Zeug, was hier oben auf dem Flicken ist übrigens, kann man noch wegrubbeln. Lässt sich mit dem Finger wegrubbeln oder vielleicht mit irgendeinem Schwamm. Hier geht es auf jeden Fall gut. Mit den Überständen kann man noch ein bisschen wegreiben. Und dann sieht es noch ein bisschen besser aus. Aber ich habe mir überlegt, die komplette Kante außenrum nochmal mit dem Rest Stormschuhe aus der Tube einzustreichen, damit das alles safe ist. Und die Stormschuhe-Tube wird wahrscheinlich sowieso, weil sie schon offen war, schneller eintrocknen. Ich werde mir da eine neue besorgen und die in mein Reparaturset reinpacken. Und deshalb verbrauche ich jetzt einfach mal den Rest noch. Macht den hier außen rum an der Kante. Genauso da drüben. Hier schön einmal rum. Und vielleicht hier auch noch mal ein bisschen was. So, kommen wir zum Fazit von meiner Reparatur von dem Schlauchboot hier. Ich finde das Ergebnis ist sehr gut geworden. Es
milchig trübe, stört mich jetzt nicht arg, das ist ein optisches Ding. Ich weiß nicht, wieso das passiert ist. Hier nachstreichen ist es noch nicht passiert. Vielleicht wird es noch passieren. Kommen wir zum Ende von meinem Video. Als Fazit, der Kleber hat jetzt sehr gut hier gehalten drauf. Die Flicken nochmal richtig schön abgeschlossen. Ich spüre das jetzt nochmal weiter mit Wasser ein, damit es gut aushärtet. Die Links zu dem Kleber packe ich euch in die Beschreibung unten rein. Das ist Daumenschuh. Einfach top das Material, kann ich nur empfehlen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen oder gefallen auch. Und ermutigt euch, eure Schlauchboote selber zu reparieren. Denn ihr wisst, die Dinge sind nicht ganz billig und sollen ja schon ein paar Jahre halten. Auch so ein kleines Loch muss nicht unbedingt heißen, dass das Ding auf den Schrott wandert. Man kann es einfach selber flicken. Also wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Channel, dürft das Ding auch gern teilen, würde mich freuen. Das war's von mir, Tightlines und Petri Heil.